Freunde, hier ist das nächste Holy City Video. Diesmal habe ich leider Regen erwischt. Ja, und ich habe eine komische Kapuze auf. Das dürft euch aber nicht weiterhin stören. Heute geht es mal wieder Richtung Bücherei hinter. Wenn ich mich irgendwo runterstellen kann, ich habe nicht Angst um meine Kamera, dann filme ich, okay? Also, ich bin kein Gangster, ich bin auch kein Eskimo. Schaut bestimmt richtig dämlich aus, oder? Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch ein paar Orte, wo ich mich runterstellen kann. Bis gleich. Ja, heute habe ich leider ein bisschen Regen erwischt, meine Freunde. Das macht nichts, aber es ist auch richtig komisch. Erst regnet es richtig arg jetzt wie jetzt. Ihr versteht schon, arg Survival. Und dann hört es wieder urplötzlich auf. Und Sonne scheint ganz kurz, ist bewölkt, dann ist wieder, dann fängt es wieder an zum Regnen. Was meine Gesundheit angeht, meine Freunde, da ich euch mal auf dem laufenden Stand halten möchte, die ist jetzt, sagen wir mal so, es entspannt sich alles, würde ich so beschreiben. Also das Herzklopfen ist jetzt nicht mehr so störend wie am Anfang. Und ja, das komische Herzgefühl ist noch ganz dezent, würde ich sagen mal, noch da. Es ist jetzt kurz vor Mittag, also kurz vor 12. Wir haben heute den 30. März. Und ich werde euch heute mal ein bisschen so immer irgendwo runterstellen und immer filmen. Also bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt nochmal einen Ort gefunden, wo ich mich runterstellen kann. Das hier ist unsere Stadtbücherei, wo ich leider nicht von innen filmen darf, laut denen. Und ich glaube, dass es ja nicht erlaubt ist. Ich befinde mich gerade bei meinem Kindergarten, St. Marien. Da geht es rein zu meinem Kindergarten, hat sich schon ein kleines Stück schon geändert. Das war schon länger her, wo ich da war. Von da bin ich jetzt gekommen. Jetzt würde ich mal sagen, geht es mal weiter. So, Freunde, ich befinde mich jetzt gerade von der Mädchenkirche. Und Mädchen, wie ihr seht, ist da volles Programm. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja. So, Freunde, was ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte, mal, dass ihr es mal seht, ist meine Stammkneipe, wo ich, wenn ich mal Lust und Zeit dazu aufbringen kann, rauchen hinzugehen. Und das ist wirklich relativ selten, sagen wir mal so. Nur wenn ihr das hier mal gesehen habt. So, das ist jetzt meine Stammkneipe hier, das O'Brien, wie ihr sehen könnt. Dass ihr es auch mal gesehen habt. So schaut meine Stammkneipe aus, richtig schön süffig und so. Da trinke ich immer mein Despo, mein normales Bier, mein Dunkelbier, mein Bruckmüller. Auch mal mit einem Kumpel ein Absinth und so weiter. Ja. So, Freunde, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, aber das Denkmal vom Maximilian Josef I., den König. Ja, ich fühle mal ganz nah ran. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Und der Platz um den Denkmal schaut halt so aus.
ist auch näher am Bahnhof ran, dran. Ein Brunnen, der gerade nicht an ist leider. Frag mich auch warum nicht. Aber vielleicht, weil das Wetter nicht passt oder der geplant irgendwie angemacht wird. Da drüben ist auch gleich das Rossini, eins unserer Cafés. So eine kleine Nebengeschichte zu dem. Das war früher nur ein Eisgeschäft. Bis das heißt Eis und Kaffee. Was sie jetzt nochmal neu gemacht haben, weil es mal explodiert ist. Ich glaube, irgendwas mit der Kaffeemaschine war da nicht richtig oder so. Wo so gasbetrieben leicht ist. Ich weiß nicht, ob so moderne Kaffeemaschinen mit Gas betrieben werden. Jedenfalls ist das explodiert und haben es jetzt immer neu aufgebaut. Schaut zwar gleich aus, weil ich als Kind da früher mal da war, da habe ich immer mal ein Eis geholt, mein Schokoeis. Und ja, das wollte ich euch auch noch nicht vorbehalten. Und ich brauche jetzt, glaube ich, den Satz gar nicht vorbehalten sagen. Einfach da hinten ist zum Beispiel die Sporthalle noch von meiner ehemaligen Schule, wo ich als Erster hingegangen bin, die Max-Josef-Schule. Ja, größer geworden und wahrscheinlich schwerer. Naja. So Freunde, ich habe wieder einen Ort gefunden, wo ich mich runterstellen kann. Und wie ihr seht, hat es immer noch nicht aufgehört zu regnen. Leider, was ich sehr schade finde. Sehr viel Natur hier, wie man sieht. Mehr oder weniger. Moment, Entschuldigung für die Handhabung gerade. Hier war mal... Da drin war mal das Parktheater, also das Kino, und das bauen sie jetzt, schlachten sie gerade aus. Und ich befinde mich gerade Richtung meiner ehemaligen Stammkneipe, den Rockdomizil, was es jetzt Trio heißt, was eigentlich voll scheiße ist. Also in der Richtung da hinten. Vielleicht seht ihr die schwarze Überdachung da ganz hinten. Sorry fürs Zittern. Da wo das komische... Naja, Moment. Ich zoome nochmal näher hin. Da. Genau da ist meine ehemalige Stammkneipe, wo jetzt das schwarze Auto steht, das Park steht daneben, das schwarze Überdachung. Hoffentlich seht ihr das. Genau da drin war meine ewige Stammkneipe, die jetzt Trio heißt. Vorher hieß sie Rockdomizil. Was sich jetzt eigentlich voll überteuert ist, und ja, es ist halt nicht mehr rockig, es ist mehr so Mischung aus Hipster und Rock und so weiter, was ich sehr schade finde. Und in diesem Video möchte ich noch zwei YouTuber nochmal erwähnen, die werden natürlich auch verlinkt. So, hallo Freunde, hier bin ich nochmal, euer Holy Diver. Ja, sorry für den kurzen Abschluss hier dieses Holy City Videos. Da ist mir doch leider der Finger auf den Aufnahmeknopf gekommen, aus Versehen.
Weil ich habe zwei, einen vorne und einen hinten an der Kamera. Also die YouTuber, die ich in diesem Holy City Video noch präsentieren werde hier, beziehungsweise empfehlen werde, sind zu einem der Zockstrom Games, der ein sehr guter Let's Player ist. Er macht zurzeit Let's Plays Minecraft 1,9, Farming Simulator, glaube ich, hat er ein bisschen Let's Played und Euro Truck Simulator. Es lohnt sich auf jeden Fall bei ihm vorbeizuschauen. Hier irgendwo im Bild seht ihr auch sein YouTube-Kanal-Logo, das kommt immer bei jedem Holy City Video. Und den anderen YouTuber, den ich euch empfehlen möchte, das ist der liebe Spielekirsche, der auch jetzt seit neuestens angefangen hat und also zum Misch zwischendurch macht, vielleicht macht, der wird sich hundertprozentig noch ein System ausdenken, Playlisten und so weiter. Jedenfalls macht er War Thunder, Minecraft und auch Farming Simulator und habe ich Minecraft schon gesagt? Ich glaube schon, ja, ist ja egal. Jedenfalls, es lohnt sich bei den beiden reinzuschauen. Sie werden natürlich verlinkt. Also, wenn euch dieses Holy City Video gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen oben wird man euch loben. Oder mich loben, ist ja egal. Und wir sehen uns im nächsten Holy City Video wieder. Cheerio!